Die Meditation hat drei Pfeiler, auf denen sie ruhen kann. Dana Sila Metta, Liebefreudigkeit, tugendhaftes Benehmen und liebende Güte. Diese drei muss man im täglichen Leben praktizieren, so dass man dann mit der nötigen Vorbereitung zu der Meditation kommt. Natürlich hilft die Meditation auch, diese drei besser zu praktizieren. Von der liebenden Güte habe ich schon gesprochen in Bezug auf die rechte Rede. Ohne die liebende Güte wird die Rede nie ganz recht sein. Ohne die liebende Güte wird überhaupt unser Bezug nehmen zu anderen Menschen immer schwierig sein. Das tugendhafte Benehmen ist in den 5 Tugendregeln ausgedrückt, aber im noblen 8-fachen Pfad hat es noch einen Extraschritt, nämlich den rechten Lebenserwerb. Und das ist auch wichtig für jeden Menschen, der im täglichen Leben steht und sich sein Geld verdienen muss. Sich sein Geld zu verdienen, um das Leben zu bestreiten, muss auf irgendeine Art und Weise geschehen. Und der Buddha hat diesen rechten Lebenserwerb als einen Schritt auf dem 8-fachen Pfad, der zum Ende alles Leid führt, genannt, so dass wir es wichtig ist, das einmal zu betrachten. Und dieser rechte Lebenserwerb ist natürlich vollkommen identifiziert mit den Tugendregeln. Dass, wenn der Lebenserwerb eine von den 5 Tugendregeln bricht, so kann er nicht mehr recht sein. Wenn dadurch Lebewesen getötet werden, wenn man etwas dadurch nimmt, was einem nicht gehört, wenn man dadurch sexuellen Missbrauch treibt, wenn man dadurch schlechte Rede benutzt oder wenn man dadurch Rauschmittel verbreitet oder verkauft. Dieser Lebenserwerb muss also mit diesen 5 Tugendregeln übereinstimmen. Es gibt viele Arten, sein Leben zu verdienen, die mit diesen Tugendregeln vollkommen übereinstimmen. Und vor allen Dingen ist es nötig, Mitgefühl in sich aufkommen zu lassen und zu kultivieren, sodass es eine Selbstverständlichkeit wird, diesen Lebenserwerb zu nichts anderem zu verwenden, als hilfreich zu sein. Und das kann man in vielen Arten von Berufen. Mitgefühl hat als seinen fernen Feind Grausamkeit. Das ist ganz einfach zu erkennen. Grausamkeit anderen Lebewesen gegenüber. Aber als nahen Feind hat es Mitleid. Und das ist nicht so einfach zu erkennen, ist aber gerade in der deutschen Sprache besonders prägnant, weil wenn man nämlich Mitleid hat mit jemandem, der leidet, dann haben wir am Ende nicht einen Helfer und einen Leidenden, sondern zwei, die leiden, weil man mitleidet. Und daher ist es sehr wichtig, den Unterschied zu erkennen zwischen Mitleid und Mitgefühl. Das Loswerden von jedem grausamen
Gedanken und Taten ist wohl eine Selbstverständlichkeit, wenn man sich auf einem spirituellen Pfad befindet. Es ist aber nicht nur, um die anderen oder überhaupt nicht gedacht wegen der anderen Lebewesen, sondern es ist vor allen Dingen gedacht zum Schutz für sich selber. Dass die anderen davon profitieren, ist selbstverständlich. Wenn man zum Beispiel sich in einem Beruf befindet, wo vielleicht in einem Schlachthaus, wo täglich Lebewesen getötet werden, so muss man sich abhärten oder man muss den Job aufgeben. Man kann nicht beides machen. Man kann nicht mitfühlen und dort bleiben. So, dieses Abhärten bringt dann die Härte der Gleichgültigkeit. Und wenn die Härte der Gleichgültigkeit kommt und die Wand gebaut ist, so ist man isoliert, nicht nur von seinen Gefühlen, man ist isoliert von anderen Menschen und man ist isoliert vom spirituellen Wachstum. Weil die Wand nicht nur eine Sache abscheidet, sondern eine Wand ist eine Wand. Und da bleibt alles auf der einen Seite und das andere auf der anderen Seite. Zur Zeit des Buddha war ein Akrobat. Der hatte einen akrobatischen Akt, mit dem er in die Dörfer ging, um sein Geld zu verdienen. Er hatte einen 20 Fuß, 10 Meter langen Stock, den er auf seinem Kopf balancierte und in einer Richtung drehte. Und seine kleine Assistentin, die Kleine Dicke hieß, ich weiß nicht, ob sie dick oder dünn war, aber sie hieß Kleine Dicke, die kletterte an diesem Stock hoch und stellte sich oben auf den Kopf und drehte sich in der anderen Richtung. Und jeden Tag haben sie das praktiziert. Und diesen einen Morgen kamen sie wieder dazu, um zu üben. Und da sagte der Meister zu der kleinen Assistentin, jetzt kletter darauf auf diesen Pol und dann beschütze mich. Pass auf, dass mir hier unten alles recht geht. Und ich werde dich beschützen. Und dann werden wir diesen Akt gut zusammenkriegen und werden unser Geld in den Dörfern verdienen. Da sagte die Kleine, nein, Meister, ich passe auf mich auf und du pass auf dich auf. Und dann werden wir die Sache gut machen und werden in den Dörfern gut unser Geld verdienen. Und dem Meister hat es gar nicht gefallen, was er da sagt. Dann ging er zum Buddha, um sich erkundigen. Und hat ihm das wiederholt, die Geschichte. Und der Buddha hat gesagt, die Kleine hat ganz recht. Wenn jeder auf sich aufpasst, dann kann dem anderen nie was passieren. Wir müssen jeder auf uns aufpassen, was wir machen. Und dann haben die anderen Lebewesen davon schon das gute Resultat. Bei unserem Lebenserwerb also müssen wir auf uns aufpassen. Und wenn wir Mitgefühl in uns kultivieren, kann auch wenig passieren. Vor allen Dingen gibt es ja viele helfende Berufe. Und gerade in denen ist es besonders wichtig, dass man den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl ganz klar kennt. Denn sonst kommt so etwas dabei raus wie die hilflosen Helfer. Dass nachher, nach einiger Zeit der Arbeit, derjenige, der die Hilfsposition einnimmt, ausgebrannt ist und selber nicht mehr weiter kann. Das passiert in vielen Berufen.